Halleluja. Yes, Steve cries out. Ja, die Tiefe ruft. Really feels like as if he jumped in the water, right? Fühlt sich doch wirklich an, als ob man ins Wasser gesprungen ist, oder? It's all wet. Ja, alles nass. Halleluja. 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 God is so good. Gott ist so gut. Oh, praise the Lord. Preist den Herrn. So last week we were talking about ears to hear. Letzte Woche haben wir über Ohren zum Hören gesprochen. And we actually started this. Und wir haben angefangen. Oh, the youth, I'm sorry. Oh, die Jugend, tut mir leid. I love you guys too much to stay around, but you have your own service. Also, ich würde euch ja bitten zu bleiben, aber ihr habt euren eigenen Gottesdienst. Have a great time, guys. Habt eine super Zeit. Halleluja. Halleluja. Glory. Ehre sei dem Herrn. So last week we talked about ears to hear. Letzte Woche haben wir über Ohren zum Hören gesprochen. And we actually a few weeks ago I looked with you into 1 Corinthians chapter 12. Und vor ein paar Wochen hatten wir uns ja den 1. Korinther 12 angeschaut. And we looked at a scripture there where it says that we should not be ignorant of spiritual things. Und da haben wir uns die Bibelstelle angeschaut, wo es heißt, dass wir nicht in Unkenntnis sein sollen, was die geistlichen Dinge anbelangt. Remember? Some of your translations says spiritual gifts. Und in manchen Übersetzungen heißt es geistliche Gaben. But really the word there says just spirituals. Aber das Wort da steht einfach nur das Geistliche. So in order for it to sound a little bit better, I say spiritual things. Und damit es ein bisschen besser klingt, sage ich geistlichen Dinge. But it's about everything which has to do with the Spirit of God. Aber da geht's eben um alles, was mit dem Geist Gottes zu tun hat. And when we then start to read there, und wenn wir dann anfangen da zu lesen, it starts to talk about the structure. Da ist die Rede von der Struktur and the different callings, und den verschiedenen Berufungen. Talks about the body of Christ, da ist die Rede vom Leib Christi and the different gifts, und den verschiedenen Gaben. And that's quite interesting. Und das ist interessant. That chapter, 1 Corinthians chapter 12 is full of some amazing things. Dieses Kapitel 1. Korinther 12 ist voll mit erstaunlichen Dingen. And I'm not gonna read all of it, und ich werde es nicht alles lesen. But another translation says, aber eine andere Übersetzung sagt, when it says there now concerning spiritual things, brethren, I do not want you to be ignorant, wo es heißt, was die geistlichen Gaben angeht, Brüder, möchte ich nicht, dass ihr in Unkenntnis seid. He says here, da heißt es, what I want to talk about now, worüber ich jetzt reden möchte, is various ways God's Spirit gets working into your life. Sind die verschiedenen Wege, wie der Geist Gottes in eurem Leben wirkt. This is complex. Das ist komplex. And often misunderstood. Und wird oft falsch verstanden. But I want you to be informed and knowledgeable. Aber ich möchte, dass ihr informiert und sachkundig seid. Interesting translation, isn't it? Interessante Übersetzung, oder? So we want to learn about spiritual things. Wir wollen also was über die geistlichen Dinge lernen. We want to learn to jump in the river. Wir wollen es lernen, in den Fluss reinzuspringen. In the river of the Spirit of God. In den Fluss oder den Strom des Geistes Gottes. Because where the life of God is, denn wo das Leben Gottes ist, where the Spirit of God is moving, wo der Geist Gottes wirkt, there will be liberty. Da wird Freiheit sein. There is liberty. Da ist Freiheit. We're actually singing about it. Wir haben da auch drüber gesungen. There is liberty. It's the word of God saying that. Da ist Freiheit da und Gottes Wort sagt and when das. There is liberty, und da wo Freiheit ist, the Spirit of God can do what he wants to do. Kann der Geist Gottes tun, was tun möchte? Sometimes we stand there and we are begging God that he would please do something. Manchmal stehen wir da und wir flehen Gott an, dass doch was tun möge. But what God is actually telling us is, und Gott sagt uns eigentlich, would you please allow me to do something? Ja, würdest du mir bitte erlauben, if you would just get out of the way, wenn du mir nur mal aus dem Weg gehst, and allow me to just be God, und mir erlaubst einfach mal Gott zu sein, then you would truly see some different things in your life. Dann wirst du wirklich in deinem Leben mal ein paar andere Dinge sehen. And that's what we're talking about. Und darüber reden wir. So that the gifts become normal for us. Dass die Gaben für uns normal werden. You know, when you look into the gifts of God, wenn man sich die Gaben Gottes anschaut, then you do see actually three categories of the gifts. Dann sieht man drei Kategorien von den Gaben. The one which we call the power gifts. Die wir die Kraftgaben nennen. They are actually the ones who do something. Das sind die etwas tun. And that's what usually people love the most. Und normalerweise lieben die Leute das am meisten. Let's have some power gifts in manifestation. Oh, lasst uns die Kraftgaben in der Manifestation what haben. What is that? Was ist das? The power gifts are special faith. Die Kraftgaben sind der besondere Glaube. It's not our ordinary faith, which every believer should have. Und das ist nicht unser normaler Glaube, den jeder Christ haben sollte. But it is a supernatural, God-given faith, which comes upon us. Sondern es ist ein übernatürlicher, von Gott gegebener Glaube, der auf uns kommt. Which enables you to do something. Und der befähigt dich, was zu tun. Which you naturally could not do. Was du im Natürlichen nicht tun könntest. Okay. You need that, for example, when you want to raise somebody from the dead. Das brauchst du zum Beispiel, wenn du jemanden von den Toten auferwecken willst. Are you kidding me, Monica? Raising somebody from the dead? Dann sagst du, machst du Witze, Monika? Jemanden von den Toten auferwecken? I am talking to the Lord about this. Ich habe mit dem Herrn darüber gesprochen. Okay. I got really mad. Und ich wurde wirklich sauer. Like 1.5 years ago. Vor 1.5 Jahren. Where a friend of mine died prematurely, too early. Eine Freundin von mir viel zu früh gestorben ist. And I talked to the Lord about it. Und ich habe mit dem Herrn darüber gesprochen. And I said, Lord. Und ich habe gesagt, Herr. I want to see this business there of dead raising stuff. Ich will diese Sache sehen, dass Tote auferstehen. And I am not gonna be quiet und ich werde nicht still sein, until
until I see it. Bis ich es sehe. I cannot produce this, you understand that? Und ich kann das ja nicht produzieren, versteht das? Because special faith will come upon you. Denn der besondere Glaube wird auf dich kommen. And then something will happen. Und dann wird was passieren. Because it's God who's acting. Weil es ja Gott ist, der handelt. Versteht ihr? But we are way too casual about these things. Aber wir sind viel zu lässig mit diesen Dingen. So another power gift is, und eine andere Kraftgabe ist the gifts of healing. Die Gnadengaben der Heilung. Yes, we can get healed by faith. Ja, wir können durch Glauben geheilt because werden. Because Christ paid the price. Weil Christus den Preis bezahlt hat. But there's also some supernatural healing. Aber es gibt auch übernatürliche Heilung. You know, where people get instantly healed, wo Menschen sofort geheilt werden. And remember, I said a few weeks ago, und denkt dran, vor ein paar Wochen habe ich gesagt, that the gifts are primarily for unbelievers and young believers. Dass die Gaben hauptsächlich für die Ungläubigen und für junge Christen sind. As harvesting tools. Als Erntemaschinen. Then the third one in the power gifts, und dann die dritte der Kraftgaben, is the working of miracles. Sind die Wunderwirkungen. So that's really when you have to have an extraordinary working of God. Und da brauchst du wirklich ein außergewöhnliches Wirken Gottes. When you need healing, there's something which is broken will be restored. Wenn du Heilung brauchst, wo etwas, was zerbrochen oder kaputt ist, wiederhergestellt werden muss. But a miracle you might need if somebody is missing a limb, for example. Ein Wunder brauchst du zum Beispiel, wenn jemandem irgendein Gliedmaßen fehlt oder so. Or I had that not too long ago that somebody's heart got a brand new heart. Oder vor kurzer Zeit hatte ich das, dass jemand ein ganz neues Herz bekommen hat. A younger lady, her heart was completely, she was ready for a heart transplant. Eine junge Frau und die stand kurz vor einer Herztransplantation. And God gave her a brand new heart. That's a miracle. Und Gott hat ihr ein ganz neues Herz gegeben und das ist ein Wunder. That's not a repairing of the one which was there. Das ist kein Reparieren von dem, was da war. It's a brand new piece. Das ist ein ganz neues Teil. That's miracle working. Und das ist die Wunderwirkung. Or when you see that the 5,000 were fed with 2 fishes and 3 breads, or the other way around, whatever. Wenn du siehst, wo die 5 Brote und 2 Fische. 5 breads and 2 fishes. 5,000 Leute mit den 2 Broten und 5 Fischen gespeist wurden. I had to remember a kids song which I learned when I was that age. Muss ich mich noch mal an dieses Lied erinnern, was ich als kleines Kind gelernt habe. Okay, whatever. We're not singing this. So then we have the revelation gifts. Also, dann haben wir die Offenbarungsgaben. So what are the revelation gifts? Was sind die Offenbarungsgaben? That's word of wisdom. Das ist das Wort der Weisheit. Word of knowledge. Wort der Erkenntnis. And discernment of spirits. Und Unterscheidung der Geister. The revelation gifts are revealing something to us. Die Offenbarungsgaben offenbaren uns etwas. They're giving us a supernatural insight into something. Sie geben uns einen übernatürlichen Einblick in etwas, which we can naturally not see. Etwas, was wir im Natürlichen nicht sehen können. Word of wisdom, Wort der Weisheit, is speaking about things and situations in the future. Da geht es um Dinge und Situationen bezüglich der Zukunft. Or people. Oder Menschen. And then the word of knowledge, und das Wort der Erkenntnis, is doing the same thing based on in your present. Das ist dasselbe in deiner Gegenwart. Or about the past. Oder bezüglich der Vergangenheit. Okay. Ja? So you will have a supernatural insight into somebody else's life. Du wirst also übernatürliche Einsicht haben in das Leben eines anderen Menschen. Either regarding their future. Entweder bezüglich der Zukunft ist. Usually it is for a warning. Normalerweise geht es da um eine Warnung. Or for a divine assistance because somebody might take a wrong step. Oder es geht um göttlichen Beistand, weil jemand vielleicht einen falschen Schritt machen würde. Or sometimes God shows things in the past, oder manchmal zeigt Gott Dinge in der Vergangenheit, so that we can help people in the present. Dass er damit Menschen heute in der Gegenwart helfen kann. Okay? Just so that you understand that. Dass wir das mal verstehen. And discernment of spirits, und Unterscheidung der Geister, doesn't mean like, oh, I know this, that person is mean. Heißt nicht, dass ich weiß, oh, der ist gemein. Or that person is so kind. Oder die Person ist so freundlich. No. Nein, nein. Discernment of spirits means, Unterscheidung der Geister heißt, is that you see into the spiritual realm. Dass du in den geistlichen Bereich hinein you sehen see kannst. Angels. Du siehst Engel. You see demons. Du siehst Dämonen. You see into the spiritual realm. Du siehst, du blickst in den geistlichen Bereich hinein. You might actually even see Jesus. Und vielleicht siehst du auch Jesus. That's a discernment of spirits. Und das ist die Unterscheidung der Geister. Okay? It's not meaning, oh, I noticed what's wrong. No, then you're sensitive. Das ist nicht dieses, oh, ich spüre, da ist irgendwas falsch. Nee, dann bist du halt sensibel. No, the Lord is allowing you to look into the spiritual realm, which is a reality. Da erlaubt Gott dir, in den geistlichen Bereich reinzuschauen, der ja eine Realität ist. Which we live in every day. In der wir ja jeden Tag leben. But we don't also live in a natural body. Aber wir leben ja auch in einem natürlichen Körper. And so usually we are more aware of the natural. Also sind wir uns normalerweise des Natürlichen bewusster. So now the third group. Und die dritte Gruppe? And that's what I want to talk to you about today mainly. Und darüber möchte ich heute hauptsächlich mit euch reden. Which we call the utterance gifts. Das nennen wir die Sprachgaben. Utterance, we are speaking. Also da sprechen wir etwas. What we are proclaiming. Da proklamieren wir what etwas, we are saying, was wir sagen. When it comes to the gifts of the Spirit, wenn es um die Geistesgaben geht, we have prophecy, da haben wir Prophetie, which is a supernatural utterance in a known tongue. Und das ist übernatürliche Rede in einer bekannten Sprache.
So really it is a divine talk. Also das ist wirklich eine göttliche Rede. I will explain that a little bit more as we go. Ich erkläre das nachher noch ein bisschen weiter. Then it is the different kinds of tongues. Dann gibt's die verschiedenen Arten der Sprachen. And the interpretation of tongues. Und die Auslegung der Sprachen. Now not, let's not confuse this. Lasst uns das nicht durcheinander bringen. Because you do should speak all in tongues. Denn ihr solltet alle in Sprachen reden. Right? Ja? All the time. Die ganze Zeit. Paul says, I pray in tongues more than you all. Paulus sagt, ich bete in Sprachen mehr als ihr alle. That should be our spiritual language. Und das sollte unsere geistliche Sprache sein. Where we just be able to speak in other tongues. Wo wir einfach in der Lage sind, in anderen Sprachen it's zu reden. Just like when you speak naturally, you can start it and stop it every time you want to. Genau wie im Natürlichen, wo du es anfangen und aufhören kannst, jederzeit, wann immer du that's willst. That's for your private life. Und das ist für dein persönliches Leben. It's for your own charging up of your spirit man. Dass du selber deinen Geistmenschen auferbauen kannst. It's for you communicating with God. Es ist dazu da, dass du mit Gott kommunizierst. And bypassing your mind. Und da an deinem Verstand vorbeigehst. Which is sometimes in your way. Der dir manchmal im Weg steht. It's for praying out things in the spirit. Es geht darum, Dinge im Geist auszubeten. But then there is what we call a public tongue. Aber dann gibt es diese Sprachenrede für die Öffentlichkeit. And that's what it's talking about here when it comes to the gifts. Und darum geht's hier bei den Gaben. You sometimes see that in the church service. Manchmal seht ihr das im Gottesdienst. Where somebody gets up here. Wo jemand sich hinstellt. We don't have that often, but once in a while it happened. Wir haben das nicht so oft, aber ab und zu mal passiert. That somebody gets up here. Dass jemand sich hier hinstellt. And they suddenly start to pray in tongues. Und fängt an in Sprachen zu beten. But they should not do that. Aber das sollten sie nicht tun. Unless there's somebody who can interpret that. Es sei denn, es ist jemand da, der das auslegen kann. Because really the public tongues and interpretation. Denn die öffentliche Sprachenrede mit Auslegung. Is the same as prophecy. Ist das gleiche wie Prophetie. Sometimes I can tell I want to prophesy. Manchmal merke ich schon, man will weissagen. I feel like it's coming up. Something is coming in me. Ich merke das, wie in mir etwas aufsteigt. But I cannot find natural words yet. Aber ich finde noch keine natürlichen Worte. So, but I can. It's like that what is coming up there. I can utter in an unknown tongue. Aber das, was da in mir aufsteigt, das kann ich in einer anderen Sprache sagen. So I let it out in an unknown tongue. Also spreche ich es aus in einer anderen Sprache. And when I'm finished with that, und wenn ich damit fertig bin, suddenly the interpretation comes. Dann kommt auf einmal auch die Auslegung. Suddenly it's kind of I can finally get this more into the natural realm. Auf einmal ist es dieses jetzt bekomme ich es auch in den natürlichen Bereich. Or I might not know the interpretation. Oder vielleicht weiß ich die Auslegung nicht. But somebody else can do that. Aber jemand anders kann das tun. So that is something which should be normal within the churches. Und das ist was in den Gemeinden normal sein sollte. The utterance gifts should be normal amongst us. Die Sprachgaben unter uns sollten normal sein. In 1 Corinthians chapter 14 verse 3. Im 1. Korinther 14, 3. Let's look at that. Lass uns das mal anschauen. 1 Corinthians chapter 14 verse 3. 1. Korinther 14, 3. Really, chapter 14 is explaining a lot about the differences of tongues and interpretation and prophecy. Kapitel 14 erklärt viel über die unterschiedlichen Sprachengaben, über Prophetie und so. So here in verse 3 it says, und hier im Vers 3 heißt es, but he who prophesies speaks edification and exhortation and comfort to men. Wer aber weissagt, der redet für Menschen zur Erbauung, zur Ermahnung und zum Trost. And then in verse 4 it says, he who speaks in a tongue edifies himself, but he who prophesies edifies the church. Und dann im Vers 4 heißt es, wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst, wer aber weissagt, erbaut die Gemeinde. So it's talking about here that when you speak in your private tongue, also hier ist die Rede davon, dass du, wenn du in deiner persönlichen Sprache redest, then you edify yourself, dann erbaust du dich selbst. But when we prophesy, aber wenn wir weissagen, then we are building and edifying up the body of Christ, the church. Dann erbauen wir den Leib Christi, die Gemeinde. Really, the word edification, und dieses Wort Erbauung, it really means, yeah, the German says it very good, it's building up. Das Deutsche sagt schon recht gut, es ist etwas aufzubauen. It's actually the act of one who promotes the other. Und es ist das Handeln von jemandem, der einen anderen unterstützt oder fördert. It also causes growth in Christian wisdom. Und es verursacht auch Wachstum in christlicher Weisheit. Holiness. Heiligkeit. And happiness. Und Glücklichsein. That's what the dictionary tells me. Das sagt mir das Wörterbuch. Interesting, isn't it? Interessant, oder? That's the definition of edification. Das ist die Definition von der Auferbauung. So, but what is prophecy? Aber was ist Prophetie? Okay, let me explain that a little bit. Ich will das mal ein bisschen erklären. It's a supernatural utterance. Es ist eine übernatürliche Aussprache, which oder Rede, we will bring out in natural tongues. Was in natürlichen Sprachen gesprochen wird. You know, we can come to the church service. Wir können ja in den Gottesdienst kommen. And we can speak from a doctrinal perspective. Und können von der Perspektive der Lehre her sprechen. Which is good. Und das ist gut. We're taking the scripture. Dann nehmen wir die Schrift. We take the knowledge we have about the word of God. Und wir nehmen die Erkenntnis, die wir über Gottes Wort that haben. That which I know
already about it. Das, was ich schon drüber weiß. The revelation which I might have received from God personally. Die Offenbarung, die ich persönlich von Gott bekommen and habe. And I'm starting to explain that to you. Und ich fange an, euch das zu erklären. And that's good. Und das ist gut. Because the Bible is a more sure word of prophecy. Die Bibel ist ja das festere Wort der Prophetie. And that's good and that is right. Das ist gut und richtig. But we can also aber außerdem have the utterance gifts in manifestation. Können wir die Sprachgaben in der Manifestation haben. And an utterance be given. Und eine Aussprache, die uns gegeben while wird, we are actually speaking with natural words, während wir mit natürlichen Worten sprechen, Dinge, which are actually inspired by the Spirit. Sachen, die vom Geist inspiriert sind. So really, don't you think there's a difference? Also, da ist ein Unterschied. Huh? Right, don't you think so? Denkt man doch, oder? Okay, I mean, there's a difference. Also, da ist ein Unterschied. If natural Monica speaks, wenn die natürliche Monika spricht, and when the Holy Spirit speaks through Monica, und wenn der Heilige Geist durch Monika spricht, don't you, would you think so? Würdet ihr nicht auch denken, dass das there so ist? Is a big difference. Ja, ist doch ein großer Unterschied. I sometimes, manchmal, before I step in the pulpit, bevor ich hinter das Pult trete, I get really nervous. Werde ich wirklich nervös. I am not nervous because I am afraid of public speaking. Ich bin nicht nervös, weil ich Angst habe, in der Öffentlichkeit zu sprechen. That was never my problem. Das war nie mein Problem. Never. Nie. Never ever was that my problem. Niemals war das mein Problem. So as a 2-year-old in the sandbox, I was leading people to follow me. Okay. Ich habe schon als 2-Jährige im Sandkasten die Leute angeleitet und geführt. That was not ever an issue for me. War für niemals irgendein Problem. But I get nervous. Aber ich werde nervös. Because I do know that this is God's time. Weil ich weiß, dass das Gottes Zeit ist. And that he wants to speak to you. Und dass er zu euch sprechen or möchte. Or to the congregation I'm speaking to. Und eben der Gemeinde, der ich zu der or ich spreche. Or to the Bible school students I'm speaking to. Oder auch zu den Bibelschulstudenten, zu denen ich spreche. And I don't want Monica to speak. Und da will ich nicht, dass Monika spricht. Because what I might have to say is nice. Denn was ich vielleicht zu sagen habe, mag schön but sein. But that doesn't change your life. Aber das verändert dein Leben or nicht. Or it might bring you 10% results. Oder es bringt dir vielleicht 10% Resultate. While the other one can give you full results. Während du mit dem anderen volle Resultate bekommen kannst. Verstehst du? That's why I'm getting nervous. Deswegen werde ich nervös. Okay, Lord, am I listening right? Okay, Herr, höre ich richtig zu? Do I have the right message? Habe ich die richtige Botschaft? I am your vessel. Do what you want to do. Ich bin dein Gefäß. Mach, was du machen möchtest. Speak what you want to speak. Sprich, was du sprechen willst. That's why I never take preparation lightly. Deswegen nehme ich die Vorbereitung nie auf die leichte Schulter. You understand? Versteht ihr? Because I do know, denn ich weiß, that there is a level of speaking, dass es da eine Ebene des Redens gibt, which is on the level of utterance, was auf der Rede dieser Äußerung, dieser Aussprache ist. Mhm. And when that happens, und wenn das passiert, you're receiving something on a complete different level. Da empfängst du was auf einer ganz anderen Ebene. You will get answers, dann wirst du Antworten bekommen, while I even haven't said it. Während ich das gar nicht gesagt habe. I sometimes speak to people after a service. Manchmal rede ich nach dem Gottesdienst mit den Leuten. And they tell me, you know what you said, blah 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 blah, like that. That was awesome. It gave me the answer. Und die sagen dann, weißt du, was du da gesagt hast, das und das und das. Das war so genial. Das hat mir die Antwort gegeben. And I'm thinking like, I have not said that. Und ich denke mir, das habe ich gar nicht gesagt. I didn't say that. Das habe ich nicht gesagt. You know, I mean, I might have maybe talked generally in a certain direction. Vielleicht habe ich allgemein sowas in diese Richtung gesagt. But the Spirit of God is dealing with you personally. Aber der Geist Gottes setzt sich ja mit jedem individuell auseinander. Because that's him talking. Weil er da spricht. Do you see the difference there? Seht ihr den Unterschied? So it's a divine speaking under inspiration. Es ist also ein göttliches Sprechen unter Inspiration. It is a declaring of things. Es ist ein Aussprechen, ein Verkündigen von Dingen. It's a supernatural revelation and knowing of things. Eine übernatürliche Offenbarung, ein Wissen über Dinge. Mm-hmm. It's a different level. Es ist eine andere Ebene. So we all should actually flow within these gifts. Und wir sollten alle eigentlich in diesen Gaben fließen. So when we talk to people, wenn wir mit Menschen reden, that we not just have a natural conversation, dass wir nicht nur eine natürliche Unterhaltung haben, but that the Spirit kicks in, sondern dass der Geist mit reinkommt, and that there is an utterance, und dass da eine Rede da ist, that there is a supernatural way on how the Spirit talks through us to people. Dieser übernatürliche Weg, wie der Geist Gottes durch uns zu Menschen spricht. Mhm. Mm-hmm. And that doesn't have to come with "Thus says the Lord." Und das muss nicht kommen mit diesem "So spricht der Herr." You know, one of the things which I noticed in our church. Eine Sache, die mir in unserer Gemeinde aufgefallen ist, is that sometimes people tell us. Ist es manchmal, die Leute uns sagen, you're not open to the gifts. Ihr seid den Gaben gegenüber it's nicht offen. It's always the word, the word, the word, the word. Ist immer das Wort, das Wort, das Wort. And I want to laugh. Und da will ich lachen. You know why? Wisst ihr warum? Because we do flow in these gifts constantly. Weil wir ständig in den Gaben fließen. But we don't do not stop and say, this is what the Spirit of God is telling you right now. Aber wir bleiben eben, wir halten nicht inne und sagen dann, das ist das, was der Geist Gottes jetzt zu sagen hat. Why?
Warum? Why would I have to do that? Warum sollte ich das machen müssen? Is that the way you talk to somebody in a private conversation? Würdest du mit jemandem in der persönlichen Unterhaltung so reden? Hopefully not. Hoffentlich nicht. Especially not to an unbeliever whom you're helping right now. Besonders nicht mit einem Ungläubigen, dem du gerade hilfst. Huh? Ja? They will think you're gaga. Der wird denken, du bist ein bisschen verrückt. You understand? Verstehst du? I like that French word, gaga. Ich mag das französische Wort gaga. You understand? Verstehst du? Hm? So we want to be harvesters. Wir wollen also Ernte einbringen, Erntearbeiter sein. And we want to learn to flow with the Spirit. Und wir wollen es lernen, mit dem Geist zu fließen. And to go deeper in the things of God. Und tiefer zu gehen in die Dinge Gottes. And for that we have to recognize things. Und dafür müssen wir Dinge erkennen. Please, I'm not saying it is wrong if you might stop and say the Spirit is telling me right now, okay? Und bitte, ich sag nicht, dass das falsch ist, wenn du doch mal innehältst und sagst, du, der Geist Gottes sagt mir das. That's not what I'm saying. Das sag ich nicht. But we sometimes become so religious. Aber manchmal werden wir so religiös. And we're missing to understand when the Spirit is truly moving. Und dann verpassen wir, dass das zu verstehen, wenn der Geist Gottes gerade wirkt. Hm? Ja? While we were actually shouting to the Lord and getting all excited about who he is. Als wir zum Herrn gejubelt haben und darüber begeistert waren, wer er ist. And Martina picked that up. Da hat Martina das aufgeschnappt. She gave me the cloth to pray for. Und sie hat mir dieses Tuch gegeben, um dafür zu beten. She had it in her hand because she noticed. Sie hatte das in ihrer Hand, weil ihr aufgefallen war. That a healing anointing was there. Dass eine Heilungssalbung da war. Why would I wait for another time? Warum sollte ich auf einen anderen Zeitpunkt when warten? When I can pray by faith. Wenn ich doch im Glauben beten kann. When I have a manifestation of the gift. Wenn ich eine Manifestation der Gabe habe. I didn't stop and say, wait, everybody, stop. Ich habe da nicht gesagt, okay, mal stopp, Moment mal. Woo! Woo! There's the manifestation of the gifts of healing in place right now. Da ist gerade die Manifestation der Gaben der Heilung. Oh, wait a second, we need to pray for this cloth right now. Moment mal, jetzt müssen wir mal für das Tuch beten. No, if I do that. Nein, wenn ich das mache. I cut that heavenly flow. Dann schneide ich diesen himmlischen Strom which ab. Which caused the freedom of that healing manifestation. Der ja diese Freiheit hervorbringt, diese Heilungsmanifestation. Why? Warum? Because you have jumped in that river. Na, weil du in diesen Strom reingesprungen and bist. And you allowed the Spirit of God to move. Und ihr habt dem Geist Gottes erlaubt zu wirken. And he decided und er hat to manifest himself that way right there. Sich selber da so zu manifestieren. Do you see? Seht ihr das? Mm-hmm. Sometimes we might stop. Manchmal halten wir vielleicht inne. To teach you. Um euch zu lehren, to show you. Um euch was zu zeigen. You understand? Versteht ihr? But most of the time, aber meistens, we're allowing the Spirit to move. Erlauben wir dem Geist Gottes zu wirken. I'm teaching you better than you're reacting. Ich lehre viel besser als ihr reagiert. I'm just teasing. Mach nur Spaß. I want us to go to Ephesians chapter 6. Ich möchte, dass wir mal Epheser 6 aufschlagen. Because remember last week, denkt dran, letzte Woche, we talked about, haben wir darüber gesprochen, that if we want to receive from God, dass wenn wir was von Gott empfangen if möchten, we want to learn to cooperate with him, und wenn wir lernen wollen, mit ihm zu kooperieren, then we need to learn to take the word of God in, dass wir lernen müssen, Gottes Wort aufzunehmen, and to not feel condemned under it, und dass wir uns nicht darunter verdammt but fühlen, that we truly have spiritual ears to hear what the Spirit has to say, sondern dass wir wirklich geistliche Ohren haben, um zu hören, was der Geist Gottes sagt, so that the Spirit is convicting us, und da, wo der Geist uns überführt, that we make the necessary adjustments, dass wir die nötigen Anpassungen vornehmen, because when he convicts, denn wenn er überführt, it is positive. Dann ist es positiv. Then it's like, oh wow, Lord, I didn't notice. Es ist dieses, oh wow, Herr, ist mir gar nicht aufgefallen. I am sorry that I didn't pay attention to it. Tut mir leid, dass ich da nicht drauf geachtet oh, habe. Oh wow, yes, Lord, I know my flesh got in the way. I'm sorry. Oh, wow. Ja, Herr, da ist mein Fleisch mir in den Weg gekommen. Tut mir leid. And we make the necessary adjustments. Und wir nehmen die nötigen Anpassungen vor. We are vor. Not beating ourselves down. Und wir schlagen uns nicht damit. No, we are staying open. Wir bleiben offen. Okay. So we're learning to flow with the Spirit. Wir lernen es, mit dem Geist zu fließen. And to understand and receiving the word from him. Um das zu verstehen und das Wort von ihm zu empfangen. So today we're talking about utterance. Heute reden wir über die Rede, über actually, die Äußerung. The sermon title is Doors of Utterance. Also Titel der Predigt ist Tür des Wortes. So in Ephesians chapter 6, did I tell you to go there already? Habe ich schon gesagt, Epheser 6. Ephesians chapter 6. Epheser 6. In verse 19, Paul is saying. Im Vers 19 sagt Paulus. He says here. Sagte, to the Corinthians, den Korinthern, pray for me that utterance may be given to me, that I may open my mouth boldly to make known the mystery of the gospel. Auch, betet auch für mich, damit mir das Wort gegeben werde, so oft ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen. For which I am an ambassador in chains, that it is I may speak boldly as I ought to speak.
für das ich ein Botschafter in Ketten bin, damit ich darin freimütig rede, wie ich reden soll. I find that interesting. Ich finde das interessant. So here's Paul. Also hier haben wir Paulus. You know Paul, right? Ihr kennt ja Paulus. The Apostle Paul. Ja, Apostel Paulus. I mean, you know Jesus. Ihr kennt Jesus. And then after that, everybody knows Paul in the New Testament. Danach kennen alle den Paulus im Neuen Testament. And usually then it's Peter. Und normalerweise kommt dann der Petrus. But I mean Paul, he was instrumentally used by the Spirit of God. Paulus, der ja sehr gebraucht wurde vom Geist Gottes. To write a big portion of the New Testament. Um einen Großteil des Neuen Testaments zu schreiben. The one who actually, you know, had the revelation about the church. Derjenige, der die Offenbarung über die Gemeinde and hatte. And who we are in Christ. Und wer wir in Christus sind. Righteousness. Gerechtigkeit. An understanding of grace. Ein Verständnis über Gnade. I mean, God used Paul strategically. Und Gott hat Paulus strategisch benutzt. To bring a knowledge and a revelation into the kingdom of God. Um eine Erkenntnis und eine Offenbarung ins Reich Gottes zu bringen. What a call on that man's life. Was für eine Berufung auf dem Leben dieses Mannes. What a dedication of Paul. Und was für eine Hingabe von Paulus. So now Paul und Paulus says to the Corinthians, sagt den Korinthern, pray for me. Betet für mich. Pray for me. Betet für mich. I mean the Corinthians. The Ephesians. Did I say Corinthians? Die Epheser. To the Ephesians, also okay? Die Epheser. He says to them, pray for me. Denen sagt er, betet für mich. Yeah, he's writing this in Ephesians, so he's talking to the Ephesians. Ja, I'm ja, sorry. Steht im Epheser, also redet er wohl mit den Ephesern. Okay, anyway, he says it to the Ephesians. Naja, er sagt den he Ephesern. Says, pray for me. Er sagt, betet für mich. But you would think, like, wait a second, Paul is such a well-known minister. Und man würde denken, na Moment mal, der Paulus ist doch ein bekannter Diener Gottes. He had all this revelation straight from God. Und er hatte all diese Offenbarung direkt von Gott. It seems like that actually Jesus himself was spending time with him to teach him. Und es scheint so, als ob Jesus höchstpersönlich mit ihm Zeit verbracht hat, um ihn zu lehren. So I mean, he comes with all that stuff, brings these revelations to the body of Christ. Und kommt er mit all diesen Dingen und bringt dem Leib Christi diese Offenbarung. And he comes to the church. Und dann kommt er zur Gemeinde. And says, pray for me. Und sagt, betet für mich. You guys, pray for me. Ihr betet für mich. That utterance is given to me. Damit mir Worte verliehen werden, Rede verliehen that wird. I have a supernatural way of communicating. Damit ich eine übernatürliche Art der Kommunikation habe. Wow. Wow. Paul understood. Paulus hat verstanden, that it was not enough to just preach what he knows. Dass es nicht genug war, nur das zu predigen, was er wusste. He understood. Er hat verstanden, that it is not enough that he just teaches the doctrines which he has a knowledge about. Dass es nicht ausreicht, dass er nur die Lehren lehrt, wo er Erkenntnis drüber hat. Hm? Ja. Mm-hmm. He asked the church. Er hat die Gemeinde gebeten, to pray for utterance. Dafür zu beten, dass ihm Worte gegeben werden. In Colossians chapter 4, im Kolosser Kapitel 4, verse 3, Vers 3, we have a similar prayer. Haben wir ein ähnliches Gebet. Now he's talking to the church in Colossae. Und jetzt spricht er eben mit der Gemeinde in Kolosse. So and he's saying what? Und was sagt er da? He says in verse 3, im Vers 3 sagt er, with all praying also for us that God would open unto us the door of utterance to speak the mystery of Christ, for which I'm also in bounds, that I may make it manifest as I ought to speak. Verse 3 und 4, betet zugleich auch für uns, damit Gott uns eine Tür öffne für das Wort, um das Geheimnis des Christus auszusprechen, um dessen Willen ich auch gefesselt bin, damit ich es so offenbar mache, wie ich reden soll. So he asked for a door of utterance. Er bittet also um diese Tür des Wortes. That the church would pray for him, that he has this utterance. Dass die Gemeinde für ihn betet, damit ihm die richtigen Worte gegeben werden. That he ministers from a different level. Dass er von einer anderen Ebene her dient. Last week I was quickly mentioning. Letzte Woche habe ich das kurz erwähnt. That when we want to go deeper in the things of God. Dass wenn wir tiefer in die Dinge Gottes gehen it wollen. It is a question on how we're receiving the word. Dass es die Frage ist, wie wir das Wort annehmen. But that it is also a question, how do we receive from our spiritual leaders? Und dass es auch darum geht, wie wir von unseren geistlichen Leitern annehmen. We talked last Sunday at the end about that. Und letzten Sonntag am Ende haben wir darüber gesprochen. That everybody has a supply to give. Dass jeder ja einen Beitrag zu geben that hat. That God has actually given gifts to each and every one of us. Dass Gott jedem einzelnen von uns Gaben gegeben hat. And that we should give those gifts. Und dass wir diese Gaben geben sollten. In Ephesians chapter 4, it was for time's sake, I'm not going there. Und im Epheser 4, wegen der Zeit schlagen wir das jetzt nicht in auf. Verse 11, im Vers 11, it talks about the fivefold ministry gifts. Da ist die Rede von den fünffältigen Dienstgaben. Which is actually the spiritual leadership offices. Und das sind die geistlichen Leiterschaftsämter. They are actually the speaking gifts to the body of Christ. Und das sind die Sprachgaben für den Leib Christi. Each of those, jeder von denen, the apostles, prophets, pastors, evangelists and teachers, die Apostel, Propheten, Evangelisten,
Evangelisten, Pastoren und Lehrer. They are preaching and teaching the word. Die predigen und lehren das Wort. They are supposed to instruct us. Die sollen uns anweisen. So that we grow to full maturity. Damit wir zur vollen Reife hinwachsen. So that we eventually all of us. Damit wir dann irgendwann wir alle. That we everybody can give their own supply according to what God has entrusted to us. Dass dann jeder seinen eigenen Beitrag leisten kann gemäß dem, was Gott ihm gegeben hat. Can you see that? Seht ihr das? Yeah? Ja? So these guys, these people who have this call on their life, also diese Menschen, die diese Berufung auf ihrem Leben haben, they didn't choose them themselves. Die haben sich das nicht selber ausgesucht. God called them to do that. Gott hat sie berufen, das zu tun. So now it's our job. Und jetzt ist es unsere Aufgabe, to do exactly what Paul is saying here. Genau das zu tun, was Paulus hier sagt. Paul, the apostle. Paulus der Apostel, the prophet and pastor and teacher, der Prophet, Pastor und Lehrer, because that's all the offices he over a period of time was standing in. Das sind alles die Ämter, in denen er stand über einen Zeitraum. You know, he is actually telling to the church. Er sagt der Gemeinde, pray for utterance for me. Betet, damit mir die richtigen Worte gegeben werden. So that when I get in the pulpit, dass wenn ich dann hinter dem Pult stehe, that when I minister the word, dass wenn ich im Wort diene, that it is not me as Paul speaking, dass dann nicht ich Paulus rede, but that it's the Spirit of God speaking through me, sondern dass der Geist Gottes dann durch mich spricht. So now let's relate this to us. Und jetzt beziehen wir das mal auf uns. Pastor Alex is not here. I can freely speak about him. Pastor Alex ist ich kann so völlig frei über ihn reden. And he did not pay me to say this. Und er hat mich auch nicht bezahlt, dass ich das sage. Maybe I can tell him afterwards, but vielleicht kann ich ihm das ja nachher mal vorschlagen. No, really. Also, I mean, I know Pastor Alex very well. Ich kenne Pastor Alex sehr gut. I mean, I was his Bible school teacher. Und ich war seine Bibelschullehrerin. I'm a few years older than he is. Und ich bin ein paar Jahre älter als er. You understand? Versteht ihr? I mean, I know him since ever he joined this ministry. Also, ich kenne ihn seit er hier zu diesem Dienst dazu kam. But he's my pastor. Aber er ist mein Pastor. Why am I saying this? Warum sage ich das? Because he is a God called gift for this place. Weil er eine von Gott berufene Gabe für diesen Ort ist. You know, it was not because Pastor John had to travel more that we just said, who could we choose, who is funny in the pulpit? Es war nicht so, weil Pastor John mehr reisen musste, dass wir dann überlegt haben, ach, wen könnten wir da einfach mal aussuchen, wer wäre denn ganz lustig hinter der Kanzel? You know, who can speak quite good? Wer kann denn recht gut reden? No. Nein. We recognized the gift on him. Wir haben die Gabe auf ihm erkannt. While he still was in Bible school, als er noch in der Bibelschule war, we talked to each other, haben wir miteinander gesprochen, and says, hey, wir haben gesagt, we are seeing the gift of God on him. Wir sehen die Gabe Gottes auf dir. And we prayed about that. Und wir haben darüber gebetet. And we decided. Und wir haben beschlossen. Because the Spirit was leading us. Weil der Geist uns geführt hat. To kind of keep an eye on him. Da ein Auge drauf zu halten. That he wouldn't run away. Dass er nicht wegläuft. Because he needed to become the pastor here. Weil er hier Pastor werden sollte. You understand what I mean? I'm saying it a little funny. Ich sag's ein bisschen lustig. Why? Warum? Because God has called him for this place. Weil Gott ihn hier für diesen Ort berufen hat. He has equipped him for this job. Und Gott hat ihn für diese Aufgabe ausgerüstet. So why am I saying this? Warum sage ich das? Not because we're taking him lightly. Nicht weil wir das auf die leichte Schulter nehmen. No. But I want to encourage us. Ich möchte uns ermutigen. That if we want to step into or jump into deeper things. Dass wenn wir in die tieferen Dinge reinspringen when wollen. When we as church want to move on. Wenn wir als Gemeinde weiterkommen when we wollen. Want to grow. Wenn wir wachsen wollen. Spiritually and naturally. Geistlich und im Natürlichen. When we want to fulfill our mandate together. Wenn wir gemeinsam unseren Auftrag erfüllen wollen. We need to recognize the gift within him. Dann müssen wir die Gabe in ihm erkennen. And then it's not funny Alex. Und dann ist es nicht der lustige Alex. Then it is Pastor Alex. Dann ist es Pastor Alex. I mean, you can also call him Pastor Alexander. Also ich könnte ihn auch Pastor Alexander nennen. I don't think that he would like that, but you know, ich denke nicht, dass er das mögen würde. Naja, I'm making a joke right now, okay? Ja, but I'm very serious. Ich bin ganz ernst. Why? Warum? I am calling him Pastor. Ich nenne ihn Pastor. Why? Warum? I know him very well. Ich kenne ihn sehr gut. So for me the tendency of to just deal with Alex. Und für mich ist die Neigung sehr stark, ihn einfach Alex zu nennen. You understand what I mean? It's Alex. Verstehst du, was ich meine? Es ist Alex. Hey. Kollege. Hey. You know what I mean? It's like, hey, you know. Ja, wisst ihr, was ich meine? Yeah, and we are in the, and in my case, doubly, we are in this leadership of this church together. Und in meinem Fall extra noch, wir sind ja gemeinsam in der Leiterschaft dieser Gemeinde. You know, all of this ministry. Oder dieses Dienstes. His responsibility for the church. Und seine Verantwortung für die Gemeinde. Mine for all the Bible schools in Europe. Und meine für all die Bibelschulen in Europa. But you understand what I mean? Versteht ihr, was ich meine? You could easily just see a person as a person. Man könnte ganz leicht einen Menschen nur als den Menschen sehen. Or we do see the ministry gift. Oder wir sehen die Dienstgabe.
when we do so, und wenn wir das tun, we will receive from that gift. Werden wir von dieser Gabe empfangen. So really what I want to get us to, und wo ich möchte, dass wir hinkommen, is that we understand that we come to the church service, ist, dass wir verstehen, dass wenn wir zum Gottesdienst and kommen, that we do pray these prayers like in Ephesians and Colossians. Und dass wenn wir diese Gebete beten, wie im Epheser oder im Kolosser, for our pastor, für unseren Pastor, for whoever speaks, oder für wen auch immer, der da for spricht, our worship team, für unser Lobpreisteam. Because there is a prophetic flow within worship as well. Denn da ist auch ein prophetischer Strom im Lobpreis. You might have not recognized it. Ihr habt das vielleicht nicht erkannt. But it was completely there all morning through. Aber es war den ganzen Morgen total da. That gives liberty for the spirit to flow. Und es gibt dem Geist Freiheit zu fließen. We should pray for utterance for our kids workers. Wir sollten beten, dass unsere Kinderdienstmitarbeiter die richtigen Worte haben. Because they are teaching our children. Denn die lehren unsere Kinder. We want them to receive spiritual knowledge and truth. Wir wollen, dass die geistliche Erkenntnis und Wahrheit empfangen. That in a young age they are growing in the things of God. Dass sie schon in jungen Alter wachsen in den Dingen Gottes. You understand what I'm talking about? Versteht ihr, was ich sage? So really, it's not like, oh, Alex isn't that funny today. Nicht, oh, Alex ist heute nicht so lustig. Oh, I don't like his message so much. He wasn't prepared that well. Oh, ich mag seine Predigt nicht so. Wahrscheinlich war er nicht so gut vorbereitet. Or we just go out and say, why his jokes were great today? Sorry. Or we just go out and say, what great jokes today? Und oder wir gehen einfach hin und sagen, oh, tolle Witze heute. No, no, no. Nein, nein. That we come in, dass wir reinkommen, having prayed, gebetet haben, and says, Lord, I have asked you, I'm asking you, und sagen, Herr, ich habe dich gebeten, that you will give utterance to Pastor Alex, dass du Pastor Alex die richtigen Worte that when he speaks the word, dass wenn er das Wort spricht, the Spirit of God is speaking directly to me. Der Geist Gottes direkt zu mir spricht. Because speaking begets speaking. Denn das Sprechen erzeugt das Sprechen. What does that mean? Was heißt das denn? When he speaks here, wenn er hier spricht, under the inspiration of the Spirit straight into our lives, unter der Inspiration des Geistes direkt in unser Leben the hinein, Spirit of God will start moving in your life, dann wird der Geist Gottes anfangen in deinem Leben and zu wirken, it will kind of have a ripple effect, und das wird dann Wellen schlagen, which means you will go home, das heißt du wirst nach Hause and gehen, and you will start to speak the truth of the Word of God yourself, und du wirst selber anfangen die Wahrheit vom Wort Gottes selber zu sprechen. What does that mean? Was heißt das? Things in your life will change. Dinge in deinem Leben werden sich verändern. You will start to prophesy in your own home. Du wirst anfangen, bei dir zu Hause zu weissagen. You will start to speak things into existence in your own four walls. Du wirst anfangen, in deinen eigenen vier Wänden Dinge you in Existenz zu sprechen. Start to proclaim things. Du wirst anfangen, Dinge zu proklamieren. Uh-huh. Because faith, denn Glaube, will speak, wird sprechen. Do you understand? Versteht ihr? So I want to encourage us. Und ich möchte uns ermutigen. That we do notice these things. Dass uns diese Dinge auffallen. Be thankful for the gifts which God has placed within the body. Dass wir dankbar sind für die Gaben, die Gott in den Leib gesetzt hat. Receive them. Dass wir sie empfangen. And look beyond the natural human person. Und über den natürlichen Menschen hinausschauen. To start to see the gift. Dass wir anfangen, die Gabe zu sehen. See, I see the difference when I come to different churches. Ich sehe den Unterschied, wenn ich in verschiedene Gemeinden komme. Some churches people don't know me. In manchen Gemeinden kennen mich die Leute nicht. And they have heard something about my ministry. Und die haben was über meinen Dienst gehört. And they are drawing on the gift within me. Und die ziehen dann an der Gabe in mir. And I tell you, I have a liberty in that place. It's amazing. Sag euch, an diesen Orten habe ich dann eine Freiheit. Das ist erstaunlich. Because they're drawing this right out of me. Weil die das direkt aus mir rausziehen. Basically, they're allowing me to step through that door. Im Grunde erlauben sie mir, durch diese Tür hindurchzutreten. Into that utterance. Rein in diese Rede. Out of natural Monica. Aus der natürlichen Monika, into the spiritual realm and into that office, in den geistlichen Bereich und in dieses Amt. Do you understand? That's what I'm talking about. Und davon rede ich. And when I'm starting to minister out of that office, und wenn ich anfange aus diesem Amt heraus zu dienen, wow, then the spirit gets to moving. Wow, dann wirkt der Geist. Because then it's not me. Denn dann bin es nicht then mehr ich. Then it's the spirit doing what the spirit wants to do. Dann ist es ja der Geist, der das tut, was der Geist you tun understand? Möchte. Versteht ihr? But some churches, aber manche Gemeinden, they know me for a while. Die kennen mich schon eine Zeit you lang. You know, and some of these leaders, they have been around me. Und einige von den Leitern, die waren schon mit mir zusammen. And you know, I mean, we're joking. Wir machen Witze. And we had meals together. Wir essen gemeinsam. And we're on trips together. Wir sind in der Gemeinde zusammen. You know, certain things. Einfach so Sachen. So they start to see Monica. Und dann fangen sie an, Monika zu sehen. And I can tell in the church services. Und ich merke das im Gottesdienst. They all like me. They like me. Die mögen mich. It's not like, oh, who is she? No, that's not what I'm talking about. Das ist kein, wer ist die denn? Das meine ich gar nicht. But they're not drawing on the gift anymore. Aber die ziehen nicht mehr an der Gabe. They're looking forward to a great time with Moni. Die freuen sich auf eine tolle Zeit mit der Moni. You understand? Versteht ihr? But a great time with Moni, aber eine tolle Zeit mit Moni, is not the same as drawing on the utterance gifts.
ist nicht das gleiche wie an den Sprachgaben zu ziehen. And to allow me to move through that door, und mir zu erlauben durch diese Tür zu treten. So that the Spirit gets to do what he wants to do. Damit der Geist das tun kann, was er tun will. So it's not just up to the preacher. Also liegt es nicht nur am Prediger. Yes, when the preacher is closed up. Ja, wenn der Prediger verschlossen ist. If he doesn't want to listen to the Spirit. Wenn er nicht auf den Geist hören will. If the preacher is not preparing. Wenn der Prediger sich nicht vorbereitet. Then obviously they didn't do their job. Dann hat er natürlich seinen Job nicht gemacht. That's the other side to it. Das wäre die andere Seite. Okay. But it's not only up to that. Aber es liegt nicht nur daran. It's really quite up to us. Es liegt wirklich ganz schön viel an uns. That's why some of us on a Sunday get a lot out of a sermon. Und deswegen ist es so, dass einige von uns an einem Sonntag sehr viel aus der Predigt rausholen. And others of us are hoping that it's over in a minute. Und andere hoffen, dass es in einer Minute vorbei ist. Oh, they're preaching so long today. Oh, die predigen so lang heute. Yeah. You understand what I'm saying? Versteht ihr, was ich sage? I'm giving us some things here. Ich gebe uns hier ein paar Sachen, which will help us to jump into the river. Die uns helfen werden, in den Strom reinzuspringen. Because if we draw on these things of the Spirit, denn wenn wir an diesen Dingen des Geistes ziehen, the Spirit of God will have liberty. Dann wird der Geist Gottes die Freiheit haben. And he will manifest himself differently. Und dann wird er sich ganz anders manifestieren. And remember, speaking begets speaking. Und denkt dran, das Sprechen erzeugt das Sprechen. And it will not only have results here, und es wird nicht nur hier Resultate erzielen, but in your personal life, wherever you're at, sondern auch in deinem Privatleben, wo auch immer du bist, so that we all constantly flowing, dass wir alle beständig mit dem Geist Gottes fließen. Amen. Amen. Okay. So when next week when Pastor Alex is back, also nächste Woche, wenn Pastor Alex wieder da ist, and as I said, he had no clue that I was talking about this. Wie gesagt, er hat keine Ahnung, dass ich darüber spreche. Let's come in here. Lasst uns hierher kommen. And let's pray for utterance before. Und lasst uns vorher drum beten, dass ihm Worte gegeben werden. When you sit and have your breakfast. Wenn du vielleicht am Frühstückstisch sitzt. After you brush your teeth and spit out that stuff. Nachdem du dir die Zähne geputzt und ausgespuckt and hast. And can talk again. Und wieder reden kannst. Lord, I ask you for utterance for Pastor Alex. Herr, ich bitte dich, dass du Pastor Alex die richtigen Worte gibst. I thank you for utterance for our kids workers. Ich danke dir, dass du unseren Kinderdienstmitarbeitern thank Rede verleihst. Thank you for utterance for our worship team. Danke, dass du unserem Lobpreisteam die richtigen thank Worte gibst. Thank you for utterance whoever speaks this Sunday morning. Danke, dass du jedem, der an diesem Sonntagmorgen spricht, die richtigen Worte gibst. Your words, Lord. Deine Worte, Herr. Supernatural coming from your throne. Die übernatürlich von deinem Thron kommen. I'm expecting that you will have a word for me, Lord. Ich erwarte, Herr, dass du ein Wort für mich hast. That you will speak to us. Dass du zu uns sprichst. That you will change us. Dass du uns veränderst. That you give me revelation. Dass du mir Offenbarung gibst. Thank you, Lord. Danke, Herr. Thank you for bringing that gift in our midst. Danke, dass du diese Gabe in unsere Mitte gebracht hast. Thank you, Father. Danke, Vater. For allowing him or her to flow within that gift. Dass du ihm oder ihr erlaubst, in dieser Gabe zu fließen. Thank you for strengthening them. Danke, dass du sie stärkst. So that utterance is there. Dass die richtigen Worte da sind. That's the type of prayer we need to pray. Und diese Art Gebet müssen wir beten. And when we do that, und wenn wir das we come tun, with an expectancy into the service, dann kommen wir mit einer Erwartung in den Gottesdienst, where we start everything from a complete different level. Wo wir alles auf einer ganz anderen Ebene beginnen. Mhm. 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 And then people will be drawn. Und dann werden die Menschen gezogen werden. They will be drawn. Die werden gezogen. Your life will change. Dein Leben wird sich verändern. And people will see that. Und Menschen werden das and sehen. And they will be drawn. Und die werden davon angezogen. And people will be around here. Und Menschen werden hier in der Nähe sein. And they will say, what's going on here? Und die werden sagen, was ist denn hier los? And they will be drawn. Und die werden gezogen. Because it's God who's doing it. Weil es Gott ist, der das tut. We cannot produce that. Wir können das nicht produzieren. Right? Yeah? We cannot produce it. Wir können das nicht produzieren. Let's get up together. Lass uns gemeinsam aufstehen. Let's pray. Lass uns beten. Hallelujah. Hallelujah. Whew, thank you, Father. Danke, Vater. Thank you. Danke. Thank you, Father, for our pastors. Danke, Vater, für unsere Pastoren. Thank you for Pastor Alex and Pastor Rebecca. Danke für Pastor Alex, Pastor Rebecca. Thank you for Pastor John and Michelle. Danke für Pastor John und Michelle. Thank you for the tremendous gifts which you have placed within our in our church. Danke für diese enormen Gaben, die du uns in die Gemeinde gegeben hast. Thank you, Father, that they have recognized those gifts. Danke, Vater, dass sie diese Gaben erkannt haben. And that they are willing to cooperate with those gifts. Und dass sie bereit sind, mit diesen Gaben zu kooperieren. And that their lives are dedicated to you. Und dass ihr Leben dir hingegeben ist. We thank you, Father. Wir danken dir, Vater. That they will speak with utterance. Dass sie sprechen werden und die richtigen Worte haben. And that they will speak straight from the throne of God. Dass sie direkt vom Thron Gottes her reden werden. That the messages they are bringing.
dass die Botschaften, die sie bringen, that they will be filled with your life, dass die voll sind mit deinem Leben, filled with your supernatural power, voll mit deiner übernatürlichen Kraft. They will be words which come straight from the throne of God, dass das Worte sind, die direkt vom Thron Gottes kommen. We ask you for your blessing upon their life. Wir bitten dich um deinen Segen auf ihrem Leben. Because if our, as our leaders are blessed, denn wenn unsere Leiter gesegnet we sind, are blessed, sind wir gesegnet. And we thank you for that, Father. Und Vater, wir danken thank dir you, dafür. Thank you. We are ready to receive more. Danke, dass wir bereit sind, mehr zu empfangen. We have a desire to grow deeper into your things. Wir haben ein Verlangen, noch tiefer in deine Dinge hineinzuwachsen. And to move forward with you. Und mit dir voranzugehen. We thank you for that, Father. Wir danken dir dafür, thank Vater. You for your blessing upon each and every one of us. Danke für deinen Segen auf jedem einzelnen von uns. And Father, we are not taking this message as a condemnation. Und Vater, wir nehmen diese Botschaft nicht als Verdammnis. No, but as a conviction. Nein, sondern als Überführung. To do that which you have told us to do. Um das zu tun, was du uns gesagt because hast. Because we are hungry and thirsty for your things. Denn wir sind hungrig und durstig nach deinen Dingen. And we praise you for that. Und wir preisen dich thank dafür. Thank you that you reveal yourself. Danke, dass du dich selbst offenbarst. Praise you. Wir preisen dich. In Jesus mighty name we pray. In Jesu mächtigem Namen beten wir. Halleluja. Halleluja. Amen. 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 Let's be ready to be harvesting tools. Lass uns bereit sein, Erntewerkzeuge zu sein. Amen. Can you guys come up here please? Könnt ihr noch mal kommen? Oh, Herbert had to leave. Yeah, come here up anyway. Hallelujah. 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 Thank you. If you're in this place, wenn du heute hier bist, and you have never met Jesus, und du hast noch nie Jesus kennengelernt, you might think like you're a bunch are strange. Und du denkst vielleicht, Mensch, seid ihr ein komischer Haufen. Are you a little wild? Oder ihr seid ein bisschen wild. You're talking about this Jesus. Ihr redet über diesen Jesus. I thought he was religious. Ich dachte, der war religiös. No, he is not religious. Nein, er ist nicht religiös. He is a real person. Er ist eine echte Person. He is the son of God. Er ist der Sohn Gottes. He looked at you. Und er hat dich gesehen. And he said, I love you so much. Und er hat gesagt, ich liebe dich so sehr. That I'm willing to die for you. Dass ich bereit bin, für dich zu sterben. To take your sins. Deine Sünden zu nehmen. And everything which separates you from the Father in heaven. Und alles, was dich vom Vater im Himmel trennt. I take this upon me. Ich nehme das auf mich selbst. I suffer with it. Und ich leide damit. I die. Und ich sterbe. So that you can live forever. Damit du für immer leben kannst. If you say, I want this Jesus. Wenn du sagst, ich will diesen Jesus. And you have not met him yet. Und du hast ihn noch nicht kennengelernt. Don't miss this opportunity. Verpasse nicht diese Gelegenheit. This is the greatest opportunity of life. Das ist die größte Gelegenheit im Leben. The greatest. Die größte. You might not fully comprehend it with your brain yet. Und vielleicht verstehst du das noch nicht völlig mit deinem Kopf. But there's something drawing you on the inside. Aber in dir drin ist was dich zieht. It doesn't matter how young you are. Es spielt keine Rolle, wie jung du how bist. How old you are. Oder wie alt du how bist. How smart you are. Wie schlau du bist. How your background was. Wie dein Hintergrund war. I know a person who killed somebody. Ich kenne jemanden, der jemanden umgebracht hat. But Jesus still took him. Aber trotzdem hat Jesus ihn genommen. His life is completely changed. Und sein Leben ist vollkommen verändert. My father was 50 years old and a successful businessman. Mein Vater war 50 Jahre alt, erfolgreicher Geschäftsmann. As he received Christ. Als er Christus angenommen hat. Because he realized it's not all about money. Weil er erkannt hat, es geht gar nicht nur ums Geld. It's not about success in life. Und es geht gar nicht nur um den Erfolg im Leben. I'm empty on the inside. Innerlich bin ich leer. I'm missing something. Und mir fehlt da was. And then he heard about Jesus. Und dann hat er von Jesus gehört. You understand? Versteht ihr? It doesn't matter. Das spielt keine Rolle. Today is your day. Heute ist dein he Tag. Says, come on to me. Er sagt, komm zu mir. Allow me to introduce myself to you. Erlaub mir doch, dass ich mich dir vorstelle. And we here as this church. Und wir hier als diese Gemeinde. We would gladly help you with that. Wir möchten dir damit sehr gern helfen. It's not complicated. Es ist nicht kompliziert. It's not woo. No. Es ist kein woo. It's just very simple. Nein, es ist ganz einfach. We introduce you to him. Wir stellen dich ihm vor. And pray with you if you want to. Und beten mit dir, wenn du das möchtest. If you say I want Jesus. Wenn du sagst, ich will Jesus. Then when we're starting to sing this song again. Wenn wir dann jetzt anfangen, dieses Lied nochmal zu singen. Then just come up front. Dann komm einfach nach vorne. You know, here's some people who are gladly talking to you about him. Ja, haben ein paar Leute, die sehr gerne mit dir reden. And who are praying with you. Und die auch mit dir beten. And if you are in here. Und wenn du hier bist. And we have talked about the infilling of the Spirit the last few weeks on and off all the time. Die letzten zwei Wochen haben wir auch immer mal wieder über das Gefülltsein mit dem Heiligen Geist gesprochen. But you still have not really done that step. Aber du hast diesen Schritt noch nicht wirklich gemacht. Then today is your chance as well. Dann ist auch heute da deine Chance. So when we sing that song, wenn wir dieses Lied singen, just come up front. Dann komm einfach nach vorn. So that we can pray with you as well. Dass wir auch mit dir beten können. Okay? Okay?
Let's do that together. Lass uns das zusammen machen. Let's pray. Let's sing that song together. Lass uns dieses Lied gemeinsam singen. And if you want that prayer, und wenn du dieses Gebet or möchtest, you want to talk to somebody about these things, oder du mit jemandem über diese Dinge sprechen möchtest, dann komm einfach nach vorne. While the rest of us are just jumping in the river together once more. Wir anderen einfach noch einmal in den Strom reinspringen. Okay. Okay. Ready? Bereit? Let's go for it.